Danke, du auch. Und nochmal vielen herzlichen Dank für den Einstieg in dieses wunderbare Abenteuer. Wirklich? Weitergehen. Ja, absolut. Ja, weiter so lang. Nee, mein Mitarbeiter ist von Fürstenfeld. Oh, der davon gestanden ist. Der steht noch da. Ja. Schau mal. Das habe ich jetzt nicht, kriege ich jetzt gerade nicht. Also wir kriegen irgendwie so eine runde Zahl. Ja, nee. Ja, aber super. Patschi auch, alles Liebe, alles Gute. Jetzt bin ich Sande. Ja, jetzt kannst du den Kopf schief legen. Also, es leert sich. Echt? Was ist da los? Warum hast du noch eine Steinmesse? Ich sage, ich habe mir ja auch. Bleibst du noch ein bisschen? Ja, super, sehr gut. Ich habe meint, ihr fahrt jetzt da miteinander. Nee, ich muss ja, passt. Ja, gut. Ja, ja, super. Achso, ja, du bist ja eher bei dir passiert. Echt? Ja, wenn du vorankommst, es gibt ja genug, die da so ein bisschen noch machen. Funktioniert. Immer traurig, wenn alle wieder zusammenpacken und es auseinander geht. Aber es war ja wunderschön hier und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben wieder Menschen kennengelernt, die wir sonst nur, was weiß ich, virtuell kennen oder gar nicht kennen. Wie zum Beispiel die Susi. Hat mich sehr gefreut, Susi, dass du hier warst. Und mich hat es gefreut, dass du gekommen bist. Und jetzt ist ja nicht so lang. Dann im September, gell, bei dir dann wieder, in Luckenau. Da geht es weiter und da freue ich mich auch schon drauf. Ich ja, auch. Jörg, ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Danke dir. Bis bald. Bis ciao. Jetzt fährt die Leo, hm? Huh? So was? Jetzt ist sie weg. Mein Gott, jetzt ist sie weg. So, Günther, ich mache jetzt los. Wir sehen uns. Ja. Spätestens, ja. Wer weiß, was mich anfällt. Okay, genau. Ich bin bleiben in Verbindung. Bis bald. Genau, bis ja so. Ich bin Jörg übrigens, hallo. Ich bin Heim. Ich weiß. Achso, Mann. Ja, komm gut heim. Ebenso. Tschüss. Ciao. 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 Die Gudrun hat auch gleich fertig. Die Marita ist fertig. Alle schon abfahrtbereit. Und aufgeregt auch schon. Da sind die zwei Süßen. Ja. Marita schaut auch schon so reisefertig aus. Langsam, ja. Schön langsam. Langsam, aber das war jetzt ein paar gezeigt. Vormwärts hat man immer mehr als herwärts. Du, ich denke mir, je mehr ich aus den Packtaschen raushole und verbrauche, desto weniger Platz habe ich. Ja, und irgendeiner tut uns immer was rein. Irgendwas ist da. Ja, aber jetzt denke ich, habe ich sie langsam. Okay. Gut, immer leerer wird es. Ja, ja. Und dann wird noch gefachsimpelt. Letzte Fachsimpeleien vor dem schmerzlichen Abschied. Gell. Und die Marita fährt heim. Auch den schön Heimweg war's. An. Wunderbar. Gell, war lauter so liebe Leute kennengelernt und Gott sei Dank die Susi getroffen und den Patschi. War wirklich toll. Also bleibt gesund. Also wir sehen uns, wir sind nicht so weit auseinander. Wir hören uns und du kommst. Nächstes also, Mal bei mir vorbei, gell? Genau, klar, sowieso. Ich hole dich ab und bring dich zu mir. Sowieso, so haben wir das schon so geübt, haben wir das schon ausgemacht, gell? Gut, also, alles Gute. Ciao, Marita. Komm gut heim, ebenso. Viel Spaß. Nochmal. Ach, ist das immer schlimm, die Verabschiedung. Jetzt alles ins Holz direkt rein. Genau. Kann ich vielleicht nochmal nachfahren? Geht jetzt erstmal heim oder? Erstmal Richtung Heim jetzt. Irgendwann müssen wir es auch wieder aufbauen. Ja.
Mach's gut, gell? Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich habe jetzt geschaut, ich werde mir nicht einig mit mir, wo ich fahren soll. Jetzt fahre ich mal den Alpenweg wieder zurück. Ich habe jetzt falsch gesehen, aber das stand sich drauf. Gute Zeit noch. Nö, eigentlich nicht. So, Ade, schön war's hier. Kurz hinter Pappenheim. Das Wetter ist wunderschön, genau die richtige Temperatur zum Radfahren. Es geht Ostwind, aber sehr warm. Wir sind jetzt an der Brücke in Zimmern und da geht es jetzt rechts weg. Langsam über den Hügel. Wir sind in Solnhofen. 100 Meter vorher wäre mir bald die Blindschleiche ins Rad gekrochen, geschlängelt. Da kann ich schon verstehen, dass da einmal eine überfahren wird, weil die kommen auf dem Teer gar nicht so gut von der Stelle. Es gibt der Ostwind, aber es ist warm. Und da treibt mir Blütenduft in die Nase, ist nicht einmal unangenehm. Und außerdem, das merkt man beim Hinweg gar nicht, geht es jetzt permanent leicht bergab. So eine leichte Steigung, dass man das gar nicht merkt von der entgegengesetzten Richtung. Die Felsen da, das müssen die Apostelfelsen sein. Waren es jetzt 11 oder 12? Noch 9 Kilometer ungefähr bis Dollenstein, ja. Wie schön das ist, dieser warme Gegenwind, der man dauernd hier wieder diesen Heuduft in die Nase treibt. Blütenduft. Der ganze Flieder, der blüht. Ach, was ist der Frühling schön. Da war ein Patschi. Relax, vorher ist er gerade gelaufen. Wir suchen uns einen Platz im Schatten. Es ist nämlich 1:30 und der Magen knurrt. Der hübsche Bahnhof vom Kohnstein. Aber auf dem Zuggleis ist jetzt der Fahrradweg. Es ist 14:45, um 13:30 habe ich ja schon geschaut, ob ich was finde, aber an der Altmühl war alles besetzt. Und jetzt schaut, wo wir sind. Bei der Schutterquelle. Juhu! Ich glaube, letztes Jahr wusste ich noch, was für eine Ruine das ist. Lässt sich googeln. Jetzt habe ich meine Socken noch ausgezogen, die Weste. Es ist so schön warm. Jetzt fahren wir das Urdonautal zurück und mein Herz ist voll von den schönen Eindrücken. Und den tollen Leuten, also echt wie eine Familie.
die Freude, die eigene Freude und die Freude der anderen, die Freude an dem, was die anderen machen. Einfach schön. Was sind denn das für schneeweiße Berge? Ist das Kalk? Das war ja jetzt wieder so nett. Wir sind am Donauradweg und da ist ja diese Rampe bei der Schleuse. Ich fahre jetzt nicht mehr zurück und zeige es euch. Musste man runter schon ganz langsam bremsen und ganz langsam fahren und rauf. Da habe ich gedacht, ich schaff's nicht. Dann bin ich aber Serpentinen gefahren, weil der Weg breit genug war. Und das ist super, was das ausmacht. Und wie ich oben war, sehe ich, dass drei Fernradler da stehen. Und dann sage ich, oh super, da wäre ja die Hilfe schon da gewesen. Und dann haben sie gesagt, ja genau, deswegen waren wir da. Genau deswegen haben wir gewartet. Die fahren nach Basel. Und dann kommt ja immer das, woher, wohin. Und ich sag ja, ich komme vom Fahrradwohnwagen-Treffen aus Pappenheim. Ach, deswegen sind so viele Fahrradwohnwegen unterwegs, sagt er. Dann sage ich, ja, was haben Sie für einen gesehen? Bestimmt so einen weißen. Ja, sagt er. Also Leo, ich weiß, ihr seid auch den gleichen Weg wieder zurückgefahren. Lieber Gruß. Wir sind in Neuburg. Und ich glaube, ich ziele in 8 Kilometer da an, wo wir schon mal übernachten haben dürfen, beziehungsweise zweimal sogar schon waren. Es ist nämlich jetzt 17.55 Uhr und noch 8 Kilometer. Das wird sich so genau ausgehen. Über die Donau. Die Radroute mitten durch Neuburg. Dann bin ich mal gespannt, weil da, wo ich jetzt hinfahren möchte, hab's ja gesagt, da war ich schon zweimal. Toller Radweg da durchs Moos. Zwei Kilometer noch. Ich hoffe, sie sind uns wohlgesonnen und wir dürfen über Nacht bleiben wieder. Da draußen schwimmt ein Haubentaub. Der hat sich auf einen großen Fisch geschnappt. Unsere Frühstückslocation. Ist leider so, dass da gearbeitet wird da hinten. Aber schaut euch das an. Das ist doch schön.
Da waren ganz dicke Karpfen vorher. Vielleicht kriege ich sie noch aufs Bild, wenn ich dann ruhig sitze. Ja, da fliegen Reiherenten ein, Graugans am See. Hübsche Graugänse. Und ein Haubentaucher. Alle putzen sich. Sie schläft. Wir sind im Fallenbacher Moos oder Forst. Da wollte ich schon lange hin, seit in meiner Vogelzeitschrift darüber erzählt wurde. Und da geht es jetzt weiter noch zu den Seen und da bin ich gespannt drauf. Das waren jetzt ein paar Kilometer noch Umweg, aber ich meine, wenn ich da schon bin in der Gegend, dann nehme ich das doch mit. Und bei dem schönen Wetter, es ist ein Traum heute. Soweit das Auge reicht, da drin Heidelbeeren. Das Feilenmoos. Wow, ist das weitläufig. Da kommen jetzt gleich die Seen. Auf beide Seiten. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie dazwischen können oder hin. Es ist ja ein Vogelschutzgebiet auch. Ich fahre da gerade zwischen den Weihern rum, Fallenbacher Moos. Jeder Weg, der von hier abgeht, vom Hauptdurchgang, ist abgesperrt. Also keine Chance, da an der Schranke vorbeizukommen oder an den Schranken. Da ist ein Stellplatz, aber nicht zwischen 22 und 6 Uhr. Sieht aber schon interessant aus. Es sind auch lauter so Klohäuschen. Man kann parken, aber alles zu mit Schranken, überall Schranken.
oder Ketten. Keine Chance dran vorbeizukommen. Jetzt fahre ich mal auf die andere Seite. Da gibt es eine Gaststätte. Da gönne ich mir vielleicht sogar Pommes frites. Es ist 12:30. Ich habe auf der ganzen Tour noch keine Pommes gegessen. Einmal. Ist schön. Ich habe extra Ketchup dabei. Geht ja nicht, dass ich das Ketchup überhaupt nicht brauche. Das Abendessen habe ich mal Kohlrabi und Karotten mitgenommen und habe so Bratlinge, Fertigmischung. Da steht das nächste Toilettenhäuschen. Also da hätte ich gern mal eine Weile verbringen. Das sind ja gerade 68 Kilometer von mir daheim. Da gibt es eine Bushaltestelle und das Haus Fallenmoos hat geöffnet. Schauen wir es uns mal an. Schwieriger Transport. Ich hoffe, ich bringe sie gut an. Aber ich möchte irgendwo an See und Vogelstimmen hören und nicht das Gejaule aus dem Radio. Da bin ich sowieso ein bisschen empfindlich. So, wie war das jetzt? Jetzt bin ich echt auf der Hauptstraße gefahren mit Lastwagen, dass ich bald die Geduld verloren hätte. Hab geschaut, ob es eine Alternative gibt, weil das Navi mich über Landshut gelotst hat. Oder lotst, bin ja noch nicht dort. Und Steigung. Und habe ich geschaut Moosburg, aber da geht es dann halt so übers Hinterland, bergauf, bergab, dass ich mich verlocken habe lassen, die Landshutstrecke zu fahren, weil ich weiß, da geht es wieder 10-20 Kilometer bergab. Schön sachte. Und jetzt bin ich schon auf der Altdorfer Alten Eisenbahn. Aber da brauche ich noch einmal Turbo. Den Weg bin ich bis jetzt immer nur von der anderen Seite gekommen. Na, schauen wir mal. Schotter, Schotter, Schotter. Alle griffige Steine. Hallo. Geschafft. Und wieder bergab. Aber ich muss die Hände auf die Bremse tun. Gut. Und die Bremse. Und mit hin. Nee, dann muss ich jetzt GoPro weglegen. Da ist eine Blindschleiche, die lebt nicht mehr, die hat Pech gehabt. Jetzt weiß ich aber, wie das passiert, echt. Konnte man immer nicht vorstellen, wie kann man auf einem Radweg ein Tier überfahren. Aber ich fahre ja echt nicht schnell, ne? Und die Kreuzotter und die Blindschleiche, ich konnte ja noch anhalten, aber wenn man die nicht sieht, die schießen plötzlich raus und auf dem Teer, da kringeln sie sich mehr, da kommen sie nicht richtig vorwärts. Ja, jetzt haben wir noch 21,2 Kilometer, sagt's. Es ist erst 17:45, wenn es die Akkus schaffen. Ach, ich werde heute auf jeden Fall heimkommen. 85,3 Kilometer sind es bis jetzt. Das wird dann mein Rekord. Also natürlich sagt jetzt, dass die Akkus noch lange reicht, 70 Kilometer, aber es geht ja fast nur bergab. Aber trotzdem, ich merke, dass ich Kondition gekriegt habe, weil die Kraft ist noch nicht alle und müde bin ich auch noch nicht. Also wir gehen jetzt erstmal weiter und dann fahren wir weiter. An der Isar, Burg Trausnitz da hinten.
11,5 Kilometer noch. Patschi war vorher noch mal langlaufen. Ja, wenn uns die Akkus nicht verlassen, dann kriegen wir das locker hin. Komma 8 Kilometer haben wir noch. Da ist noch mal eine Laufstrecke für den Patschi. Dann werden wir aber durchziehen bis nach Hause. Es ist 19.32 Uhr. Wir sind gleich zu Hause. 1,7 Kilometer noch. Ich fahre ohne Akku. Ist schon rot. Also eine Steigung haben wir noch und dann ist es egal. Jetzt bin ich bestimmt 3 Kilometer ohne Akku gefahren. Das geht hier. Und wenn wir dann da oben sind, da vorne, ist egal, dann geht es bloß noch einen Berg runter. Ja, damit ist die Es ist wieder mal der Akku leer gewesen. Also wir sind gleich daheim. Die Steigung davon.